Hallo Leute, jetzt geht's weiter mit Folge 6 des Laravel-Kurses. In dieser Folge möchte ich mit euch eine MySQL-Datenbank einrichten. Ja, bevor wir jetzt mit der Einrichtung der MySQL-Datenbank fortfahren, einige kurze Vorbemerkungen. Und zwar ist es ja so, dass wir die bisherigen Seitenaufrufe hier über die lokale Entwicklungsumgebung in Laravel sozusagen gemacht haben. Also hier ist ja unter Artisan mit diesem Surf-Befehl eben ein integrierter Webserver enthalten, der natürlich PHP und so weiter anbietet, wie das hier auch steht, PHP 7.4.15, aber eben kein MySQL. Und dafür brauchen wir eben eine lokale Entwicklungsumgebung, wie zum Beispiel den WAMP-Server oder eben Vergleichbares. Ich gehe davon aus, wenn ihr dieses Tutorial schaut, dann habt ihr bereits Erfahrung mit einer Entwicklungsumgebung gemacht und könnt das auch selbstständig einrichten und installieren. Ansonsten bitte ich euch, euch entsprechende Videos oder Tutorials im Internet einmal anzuschauen, damit ihr jetzt entsprechend weiter folgen könnt. Okay, ich beende den Service jetzt hier mal an dieser Stelle. Den Server brauchen wir nicht mehr. Und ich habe bei mir jetzt meinen WAMP-Server aktiviert. Ich habe eine Datenbank eingerichtet mit dem Benutzer root und ohne Passwort, und die Datenbank nennt sich einfach Laravel-Kurs, und mit diesen Daten möchte ich weiterfahren. Ich zeige euch einmal ganz kurz unter phpMyAdmin das Ganze. Hier sieht man nämlich die leere Datenbank Laravel-Kurs, und ja, entsprechend kann ich die jetzt hier nutzen. Was bei mir noch besonders ist, ich benutze hier lokal den Port 3308, das ist nicht der Standardport, ich glaube, das ist 3306 normalerweise für die MySQL-Datenbank. Dementsprechend muss ich diese Einstellung auch mit in meine Einstellung übernehmen. Gut, damit ich jetzt die Datenbank entsprechend benutzen kann, gehe ich hier einmal in das Root-Verzeichnis unseres Projektes und rufe hier die .env-Datei auf. Und wir sehen hier oben schon, dass die MySQL-Datenbank eben hier auch benutzt werden soll, also MySQL als Verbindung. Und als Port, habe ich gesagt, ist es die 3308, und in dem Fall heißt unsere Datenbank Laravel-Kurs. Das Passwort ist root, der Username ist root, ein Passwort habe ich hier lokal nicht vergeben. Sollte natürlich in einer Entwicklungsumgebung so einfach wie möglich gestaltet sein, aber sobald ihr eben das Projekt online pusht, sollte natürlich hier auch ein sehr sicheres Passwort hinterlegt sein, damit es eben keine Probleme gibt. Was ich auch noch ändere, ich habe hier oben eine lokale URL eingerichtet, laravel.kurs heißt die, sodass ich eben mein Projekt auch lokal aufrufen kann. Okay, und ich habe gerade mal die URL getestet, das funktioniert, ich bekomme unsere Seite angezeigt. Und als nächstes testen wir nun, ob die Datenbankverbindung aufgebaut werden kann. Dazu habe ich hier einmal das Terminal nach vorne geholt, und wir können jetzt über PHP Artisan Migrate einmal das Ganze ausführen. Und wir sehen, dass die Migration, also das Abrufen der bzw. Befüllen der Datenbanken eben funktioniert hat. Wer mein erstes Video hier gesehen hat, hat gesehen, dass bei den Verzeichnissen von Laravel automatisch der Ordner Database und Migrations bereits mit Inhalt gefüllt ist. Und wenn wir genau schauen, sehen wir eben, dass sich das hier widerspiegelt. Wir sehen nämlich, dass hier die drei Tabellen Migrating, Migrating, Migrating eben aufgerufen wurden in der Reihenfolge der Zeitstempel und der Inhalt entsprechend vorbefüllt wurde. Wir schauen uns die Datenbankinhalte einmal an, und dann sehen wir eben, dass wir jetzt vier Tabellen haben. Einmal eine Failed Jobs Tabelle, einmal eine Migrations Tabelle. Hier werden die Migrations, die wir durchgeführt haben, aus der Konsole mitgeloggt. Dann haben wir die Password Resets Tabelle, wenn jemand sein Passwort zurücksetzt. Und natürlich auch die Users Tabelle. Aber wir sehen, wir haben insgesamt nur leere Tabellen ohne Inhalt. Ausschließlich die Migrations Tabelle enthält nun die ausgeführten Migrations. Gut, jetzt wo wir eine laufende Datenbankumgebung haben, können wir uns dann mit dem Thema der Datenbankbefüllung beschäftigen. Wir hatten in dem ersten oder zweiten Video auch über das Thema Factories und Seeders schon kurz gesprochen im Rahmen der Verzeichnisstruktur, und wir hatten da schon gesehen, dass es eine User Factory gibt,
wo ein User mit einem Fake-Namen, einem Fake-Passwort hier, das ist in diesem Fall das Wort Passwort eben, und der E-Mail-Verified-Ad und so weiter eben angelegt werden kann. Das möchte ich gleich auch direkt nutzen, um ein paar User zu generieren. Und wir sehen auch, dass wir eben diese Seeders hier haben, Database-Seeders. Und da hatten wir damals schon diese Zeile dekommentiert, also das ist im Ursprungszustand eben nicht kommentiert. Wir sehen aber, dass wir keine User angelegt haben und das liegt daran, dass ich diesen Befehl für das Befüllen der Datenbank nicht mit ausgeführt habe. Das machen wir in einem nächsten Schritt. Als erstes werden wir jetzt eine Tabelle erstellen für unsere Blogbeiträge und werden das dann nach und nach weiter befüllen. Um jetzt eine Datenbank-Tabelle anzulegen, können wir auch hier mit der Konsole arbeiten und nehmen den Befehl per Partisan make migration. Und im Prinzip sieht man hier, wie das Ganze immer bezeichnet werden soll. Für eine Datenbank-Tabelle benutzt man einfach create unterstrich den Namen der Tabelle im Plural am besten unterstrich table. Und das möchte ich jetzt gleich für die Post-Tabelle machen, also da, wo die entsprechenden Blogbeiträge eingetragen werden. Also machen wir hier create unterstrich posts unterstrich table. Und was dann passiert ist, dass ich zum einen diese Datei jetzt bekomme und zum anderen sieht man, dass auch hier als Tabellenname dieses Post übernommen wurde. Ich werde jetzt ein bisschen vorgreifen, weil ich diesen Schritt gleich nochmal wiederholen werde. Denn wenn wir uns jetzt einmal angucken, wir haben hier diese User-Tabelle, da gibt es die entsprechenden Felder, aber die Frage ist ja später, wie kann ich auf meinen User zugreifen? Und dazu benutzt Laravel ein Konzept der Models und wir haben eine Zugriffsschicht auf unsere Datenbank, die nennt sich ORM und ein ORM ist ja nichts anderes als ein objektionaler Zugriff auf die Datenbank und die ORM Engine, die Laravel mitbringt, nennt sich Eloquent. Und wenn ich hier einmal in den Ordner App schaue, dann gibt es hier einen Ordner Models und wir sehen auch hier, da gibt es passend zu diesem Model eben einen User. Und diese User-Klasse, die regelt im Prinzip den Zugriff auf dieses Objekt, also auf diese Datenbank bzw. auf die Informationen. Das heißt, ich brauche nicht komplizierte SQL-Befehle ausführen, um einfache Prozeduren oder auch komplexere Prozeduren durchzuführen, sondern ich kann eine eigene Sprache nutzen, die Laravel mir liefert, um relativ einfach auf dieses Modell, also auf diese Daten zuzugreifen. Und nicht nur der Zugriff ist geregelt, sondern auch das Speichern oder Ändern oder Löschen von Daten ist damit möglich. Deswegen macht es Sinn, in dem Moment, wo ich eine neue Datenbanktabelle anlege, auch eine Model-Klasse anzulegen. Und damit ich das nicht von Hand machen muss, liefert auch hier Laravel entsprechende Tools. Ich schließe dazu nochmal alle Dateien. Und ich lösche auch nochmal meine Post-Table-Datei. Und wir rufen nochmal unser Terminal in den Vordergrund. Und ich gucke nochmal, was es hier noch für Möglichkeiten gibt. So, denn wenn ich jetzt hier diesen Befehl aufrufe, sehe ich alle Make-Befehle. Und da gibt es nicht nur den Befehl Make-Migration, sondern es gibt auch den Befehl Make-Model. Und den schauen wir uns mal genauer an. Wie bei jedem Befehl kann ich hier mit dem Flag --help mir weitere Informationen anzeigen lassen und wie man sieht, habe ich hier weitere Optionen. Und zwar ist für uns jetzt von Interesse, ich kann dieser Klasse oder diesem Befehl jetzt die Klasse hier übergeben, also den Klassennamen und ich kann eben das Flag -m oder --migration hier übergeben und es wird gleichzeitig auch ein passendes Migration-File erzeugt. Weitere Optionen, die ich hier habe, sind: ich kann einen Controller anlegen, ich kann eine Seed anlegen, ich kann Pivot Tables, einen Resource Controller und. Also ich kann hier viele verschiedene Dinge eben in einem Rutsch anlegen. Und um all diese Optionen auszuschöpfen, kann ich das gleich mit -a machen. Dann erhalte ich eine Migration, einen Seeder, eine Factory-Datei, einen Resource Controller und eben das Model. Und genau diesen Befehl benutze ich eigentlich am meisten, wenn ich eben schon weiß, dass ich CRUD-Operationen, also Create, Read, Update und Delete-Operationen auf meinem Model durchführen will, dann brauche ich später eine entsprechende View und die wird über den Controller gesteuert und so weiter. Deswegen macht das einfach Sinn, das an dieser Stelle zu machen. Dementsprechend führe ich ja den Befehl PHP artisan make model
und einfach Posts aus. Entschuldigung, nicht Posts, sondern in diesem Fall ist es im Singular. Das muss man ein bisschen üben. Also das Model sollte immer im Singular angegeben werden. Das sieht man hier auch eben links. Da ist das Model hier eben im Singular angegeben. Und deswegen schreibe ich auch hier nur Post rein. Okay, das habe ich jetzt fälschlicherweise natürlich einzeln angelegt. Das wollte ich nicht, sondern ich möchte jetzt hier den Befehl php-make-model-post und übergebe die Option minus a, damit ich eben eine Migration Factory, Controller und das Model kriege. So, wie man sieht, das funktioniert auch wunderbar. Model created, Factory created, Migration created, Cedar created und Controller created. Okay, schauen wir uns mal an, was Laravel für uns kreiert hat. Zum einen sehen wir hier in dem Ordner jetzt dieses Post-Model mit relativ wenig Inhalt, da komme ich später nochmal drauf. Dann haben wir hier unter HTTP Controllers jetzt auch den Post-Controller. Und wenn wir da reingehen, sehen wir schon einige Methoden, weil mit minus a wird immer ein sogenannter Resource-Controller angelegt. Das heißt, alle CRUD-Operationen können hier entsprechend abgebildet werden. Das heißt, die Anzeigeoptionen, dann die Create-Optionen, die Speichern-Optionen, die Show-Option, dass also ein Beitrag eben angezeigt werden kann, ein Edit-Formular oder eine Edit-Option, das Speichern des Edit-Formulars und das Löschen. Also ich habe sozusagen immer hier diese Methode für das Anzeigen aller vorhandenen Blogbeiträge. Hier wird das Formular angezeigt für einen neuen Blogbeitrag. Hier wird das abgeschickte Formular für einen neuen Beitrag gespeichert. Hier kann ich einen Blogbeitrag anzeigen lassen. Hier wird das Formular zum Editieren des Blogbeitrages angezeigt. Und hier wird das Ganze gespeichert, wenn ich das Edit-Formular abschicke. Und zum Schluss gibt es noch die Option, das Löschen eines Beitrags vorzunehmen, indem man eben den Request eben an diese Methode schickt. Gut, soviel zu den Controllern. Was haben wir noch? Wir haben im Ordner Database jetzt die Factories und darin enthalten die Post Factory. Und hier in der Post Factory sind auch schon einige Dinge ausgefüllt, nämlich zum einen der korrekte Name Post Factory, als auch das Model Post Class ist hier hinterlegt und ich kann dann entsprechend hier die Felder nachher eintragen. Weiterhin haben wir hier die Create Posts Table und hier sollte man darauf achten, dass das jetzt im Plural geschrieben wird. Das ist natürlich Englisch, es kann manchmal auch nicht passen, da muss man vielleicht von Hand anpassen nochmal, aber in der Regel denke ich, wenn man sich an englische Begriffe hält, passt das in aller Regel auch mit der Pluralisierung hier. Und wenn ich hier reinklicke, sehe ich auch, dass hier die Tabelle Posts also im Plural genannt ist und hier kann ich später die Felder eintragen. Zum Schluss wurde mir noch eine Post-Cedar-Datei angelegt. Die befindet sich dann hier. Hier kann ich entsprechend auch den Befehl eintippen, den ich brauche, um mehrere Posts eben als Dummy-Content sozusagen zu erstellen. Wichtig ist noch, dass dieser Post-Cedar dann auch im Database-Cedar hier eingetragen wird. Das heißt, ich würde jetzt normalerweise hingehen und sagen, okay, slash app, slash models, slash post, factory. Und dann kann ich sagen, er soll mir 100 Beiträge später erstellen und das Ganze speichern. Gut, das kann man auf diese Art und Weise machen. Ich möchte das hier ein bisschen anders machen. Ich sage ihm, er soll die Klasse importieren. Und das Gleiche mache ich hier auch nochmal, weil ich finde es einfach etwas angenehmer zu lesen. Dann habe ich hier oben die Use-Befehle eben eingetragen und so ist die Lesbarkeit ein bisschen schöner. Gut, im Moment funktioniert das Ganze hier noch nicht zu 100%, denn in der Post-Klasse ist jetzt nichts enthalten, was mir 100 Beiträge erstellen würde. Und in der User-Klasse sind die Felder zwar enthalten, aber sie sind für mich noch nicht so ganz sinnvoll. Aber bevor wir uns mit dem Factory hier beschäftigen, müssen wir erstmal die Posts-Table richtig erstellen. Und da überlegen wir uns jetzt mal, welche Felder so ein Post-Eintrag, also einen Blogbeitrag eben haben kann. Also zum einen haben wir sicherlich eine Überschrift. Das ist ein String und Überschrift, denke ich, sollten wir einfach Title nennen. Und die Standardlänge lassen wir hier so voreingestellt. Das reicht mir erstmal.
Und dann kann man sich darüber streiten, ob dieses Feld nullable sein soll, also ob eben hier auch mal ein Blogbeitrag ohne Titel hinterlegt werden kann, aber ich denke, das macht wenig Sinn. Als zweites hat so ein Blogbeitrag sicherlich einen Body, also einen Inhalt, und den kann man eben Body nennen. Auch hier macht es Sinn, dass man keine leeren Beiträge speichern kann, denn irgendwie eine reine Überschrift und ohne Inhalt macht auch keinen Sinn. Dann ist es so, es macht sicherlich Sinn, dass ein Blogbeitrag auch von einem Autor geschrieben wurde. Der Autor wird sicherlich ein Nutzer unseres Systems sein und dieser Nutzer hat wiederum eine ID. Deswegen macht es an dieser Stelle sicherlich Sinn, die ID des Nutzers zu speichern, und das könnte man über unsigned big integer machen. Und das Feld nennen wir einfach User ID. Auch hier macht es keinen Sinn, das mit null zu speichern, denn wir brauchen auf jeden Fall einen Autor, der dem Ganzen zugeordnet ist. Gut, was brauchen wir noch? Wir haben gesagt, wir wollen auf jeden Fall die Anzahl der Aufrufe irgendwie speichern. Das kann man jetzt der einfache Teil aber erstmal hier in der Datenbank machen. Das machen wir dann über Integer. Und hier können wir dann zum Beispiel sagen Views, und dem Ganzen gibt man den Default-Wert 0. Und was fehlt uns noch? Die Zeitstempel. So, die Zeitstempel sind hier schon automatisch hinterlegt mit dem Feld Timestamps. Jeder Datensatz bekommt automatisch die Zeitstempel Created Add und Updated Add. Man kann jetzt noch zusätzlich überlegen, ein weiteres Konzept zu übernehmen, und zwar der sogenannten Soft Deletes. Soft Deletes sind Möglichkeiten, einen Beitrag als gelöscht zu markieren, und aus den üblichen Abfragen verschwinden dann auch diese Beiträge. Das heißt, sie erscheinen nicht, weil sie eben als gelöscht gelten, befinden sich aber weiter in der Datenbank und sind eben nicht so einfach wieder anzeigbar. Also man kann sie relativ einfach anzeigen. Fürs Backend muss das natürlich möglich sein, aber im Frontend wären diese dann eben entsprechend entfernt. Und das möchte ich gleich direkt mit hinzufügen, da werde ich dann später noch ein bisschen was zu erzählen. Dazu gibt es diesen Befehl, table soft deletes, und damit ist das Ganze eigentlich schon erledigt. Gut, jetzt haben wir gesehen, wir brauchen also zum einen hier diese unsigned big integer Felder für den User, wir brauchen ein Title und wir brauchen ein Body. Das sind also die Felder, die wir auf jeden Fall vergeben müssen. Und diese Information nutzen wir jetzt, um daraus in unseren Seeder bzw. in unserer Factory nachher entsprechende Beiträge zu erstellen. Bevor wir uns jetzt mit den Factories und den Seeders beschäftigen, testen wir jetzt erstmal unsere Migration. Und dazu können wir jetzt einfach mal PHP Artisan Migrate ausführen. Und wir sehen, dass unsere Tabelle jetzt erstellt wurde und wir sollten damit entsprechend auch in unserem MySQL hier die Post-Tabelle sehen können, und wir sehen hier das Feld ID, User ID, Title, Body, Views, Deleted, Created und Updated Add, und genau das wollten wir eben so haben. Ich persönlich finde es immer schöner, wenn die Deleted Add Spalte am Ende ist, das habe ich gerade eben nicht bedacht, deswegen schiebe ich das nochmal nach unten. Und vielleicht jetzt schon mal eine Kleinigkeit vorab. Wir können jetzt nicht einfach hingehen und wieder sagen PHP Artisan Migrate, weil er natürlich diese Änderung nicht mitbekommen hat. Und dementsprechend müssen wir jetzt entweder ein Rollback machen. Das kann man über den Befehl PHP Artisan Rollback machen. Dann wird das Ganze eben um eine Stufe zurückgedreht. Und dann können wir das Ganze nochmal migrieren. Das funktioniert. Dann sieht man eben auch, wenn ich das hier neu lade, dass jetzt die Deleted Add Spalte am Ende ist. Oder was man auch machen kann, wir haben auch die Möglichkeit, immer ein PHP Artisan Migrate Doppelpunkt Fresh zu machen. Fresh heißt, alle unsere Migrations werden erneut ausgeführt. Das ist ein gefährlicher Befehl, den man niemals im Live-Betrieb ausführen sollte, weil hier eben die gesamten Datenbanken alle gelöscht und neu angelegt werden. Und das heißt, wenn hier Inhalt drin gewesen wäre, wären diese Inhalte vermutlich verloren. Gut, jetzt wollen wir aber natürlich unsere Datenbank auch mit Leben füllen. Und wir haben schon gesehen, dass es hier diese User Factory gibt. Und das können wir nutzen, um eben diesen User anzulegen. Aber wir haben hier auch die Post Factory. Und
da müssen wir jetzt erstmal unsere Felder anfügen. Und die hatte ich mir eben schon kopiert, weil diese drei Felder gilt es jetzt erstmal zu füllen. So, das Ganze machen wir so, indem wir jetzt hier eben entsprechend irgendwas einfügen. Und Laravel liefert uns eine nette Funktion, und zwar die sogenannten Faker-Funktionen. Und zwar können wir die über this Faker hier aufrufen und können jetzt hier bestimmte Faker-Funktionen nutzen, wie zum Beispiel eben Number, Between, da könnten wir zum Beispiel sagen 1 bis 100. Und beim Title können wir sagen this Faker Sentence. Und bei dem Body können wir this Faker, jetzt muss ich gucken, ich glaube, das heißt einfach Text. Okay. Wenn ich das so lasse, dann kriegen wir jetzt hier 200 Zeichen und ich weiß gar nicht, wie viel Text wir hier kriegen, 6-7 Worte. Und wir bekommen jetzt hier eben eine Nummer zwischen 1 und 100. Damit das Ganze ausgeführt wird, müssen wir aber noch im Database-Seeder das Ganze irgendwie ausführen. Und entweder machen wir das über diese Geschichte hier, dass wir an dieser Stelle eben in den Database-Seeder das Ganze eingeben, oder man könnte auch hier diese Funktion Post-Seeder nutzen. Ich nutze das jetzt an dieser Stelle und wir testen das Ganze einmal. Dazu hole ich mir jetzt nochmal die Konsole ins Bild und wir machen jetzt Folgendes, wir machen jetzt PHP Artisan Migrate Fresh und es gibt hier die Option --seed. Und dann schauen wir mal, ob das so durchgelaufen ist. Das sieht gut aus. Und dann schauen wir einmal in die Datenbank. Wenn ich das Ganze neu lade, sehen wir hier plötzlich massiv viele Beiträge. Wir haben nämlich genau 100 Beiträge. Wir haben hier User mit einer ID zwischen 1 und 100. Und wir sehen auch, dass die einzelnen User auch teilweise doppelt oder dreifach mal gepostet haben. Wir haben hier einen Titel mit einem entsprechend überschriftenartigen Titel und eben einem Body, der ein bisschen länger ist, der dann hier auch abgeschnitten wird, weil es ein ganz großer Text ist sozusagen. Okay, und jetzt haben wir nur ein kleines Problem, denn wer jetzt aufgepasst hat, hat gesehen, dass wir jetzt aber nur 10 Nutzer haben. Wir haben aber in unseren Posts IDs bis 100. Und ja, wie lässt sich das Problem jetzt lösen? Hier gibt es eine andere Möglichkeit, diese Abhängigkeiten aufzulösen. Und zwar können wir diesen Post hier nochmal rauslöschen und können sagen, wir wollen jetzt 10 User anlegen, create, aber wir möchten, dass dieser User Posts hat, also has post factory. Und wir sagen dann, jeder User soll zum Beispiel 10 Beiträge geschrieben haben, also count 10. Wenn ich das Ganze jetzt aber so ausführe, wird es zu einer Fehlermeldung kommen und die möchte ich euch gleich einmal erläutern. Hier steht jetzt drin, dass eben irgendwie call to undefined method user post und throat bad exception handling und so weiter. Also hier ist irgendwas schiefgelaufen. Und woran das Ganze liegt, ist ganz einfach. Wir haben zwischen dem User Model und dem Post Model noch keine Beziehung hergestellt. Und dazu müssen wir einmal in das Post-Model gehen und einmal in das User-Model gehen. Und was meine ich mit, es muss eine Beziehung zwischen denen bestehen? Es ist ganz einfach. Ich muss in der Lage sein, über dieses Model auch alle zugehörigen Posts eines Users abzurufen. Und dementsprechend brauche ich jetzt eine Public Function, Posts, und die soll eine sogenannte Relationship zurückliefern, also eine Beziehung. Und ein User, also ich bin ja jetzt in der User-Tabelle oder in dem User-Model, der hat mehrere, also has many. Und was hat er eben? Posts. Ja, also sage ich Post-Class. Und das Gleiche gilt auch umgekehrt. Ich kann jetzt in die Post-Methode reingehen und kann hier sagen Public Function User, weil es gehört genau ein User zu meinem Post-Beitrag. Und hier sage ich auch return this und diesmal belongs to, also es gehört genau zu einem User.
und ich übergebe hier die User-Klasse. Und wenn ich alles korrekt gemacht habe, sollten wir jetzt, wenn wir den gleichen Befehl nochmal ausführen, da kein Problem haben. Wir schauen nochmal in die Datenbank. Jetzt sehe ich, ich habe wieder 100 Beiträge, aber wir sehen, jeder Nutzer hat jetzt genau 10 Beiträge. 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10 und so weiter. Und wenn ich hier in die Users-Tabelle reinschaue, sehe ich auch, dass ich 10 Nutzer habe. Und jetzt ist eine Verbindung hergestellt quasi zwischen dem Benutzer und seinen Beiträgen. Und so kann ich eben das Ganze mit Dummy-Content füllen. Gut, so viel für heute zum Thema Seeders und Factories. In der nächsten Folge werden wir jetzt diese Informationen aus der Datenbank auslesen, um unser Template zu füllen und ja, die Dinge eben etwas dynamischer zu machen.